Es ist eine singende Kirche, die russisch-orthodoxe. In überlieferten Schriften heißt der Gottesdienst auch zum Gesang gehen. Das Dreifaltigkeits-RG-Kloster in Sagorsk, 70 Kilometer von Moskau entfernt, ist mit Priesterseminar, theologischer Akademie und 9 Kirchen das größte in der Sowjetunion. Nach der Oktoberrevolution war es bis 1946 geschlossen. Heute ist es wieder Zentrum der russischen Orthodoxie. Glaube wird hier in Gebeten und Gesängen immer wieder neu erfahren. Eine gelebte Theologie. Gott weilt unter den Menschen. В древней Руси богослужебное пение называлось ангельским пением или ангелоподобным пением. Im alten Russland wurde der Liturgiegesang engelsgleicher Gesang genannt. Das ist nicht einfach eine Metapher oder ein poetisches Gleichnis, sondern der Gottesdienstgesang und die byzantinische Liturgie verwandeln den Menschen in einen Engel. Er wird engelsgleich. Das ist im Grunde genommen auch das Geheimnis und das Ziel des altrussischen Gottesdienstgesangs. Die Erhebung des menschlichen Geistes, des menschlichen Verstandes von der Erde zum Himmel. Dabei half die enorme Ausbreitung des russischen Mönchstums mit seinem asketischen Glaubenseifer. Евангелия, чтение, слава тебе, Господи, слава.
Der russische Kirchengesang, älter als 1000 Jahre, ist eine direkte Abzweigung vom byzantinischen, so wie eine andere Abzweigung der westliche, der gregorianische Gesang ist. Diese byzantinischen Gesänge waren sehr streng. 8 Tonarten, nur Männerstimmen, keine Begleitinstrumente. Die Texte wurden dann ins Kirchenslawische übertragen. Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich Mehrstimmigkeit und Notenschrift auf Linien. In Kiew und später in Moskau erlebte der mehrstimmige Gesang eine Blütezeit. Doch auch die alten Gesänge überlebten, trotz aller Verfolgung der Kirche und der Klöster. So festigte sich der noch heute geltende nationale Stil mit vierstimmigem Satz, Dur-Moll-System und vorwiegend alten Melodien.
Ich bin ein Student des vierten Kurses der Geistlichen Akademie. Das ist das letzte Jahr meiner Ausbildung. Den ersten Gedanken, in diese Schule einzutreten, hatte ich gleich nach Beendigung der Mittelschule. Ich habe 2 Jahre in der sowjetischen Armee gedient und kam dann zu einem Priester in der Kalinin-Region, bei dem ich 8 Monate lebte. Dort habe ich die slawische Sprache und den orthodoxen Gesang gelernt. Mein ganzes studentisches Leben war mit dem Chor verbunden. Ich kann sagen, dass das Singen mir sehr gefällt. Ich liebe das sehr. Ich muss dazu bemerken, dass das Singen eigentlich seinen Anfang nahm am Grab des heiligen Sergius. Wenn alle Pilger dorthin kommen, um den Segen des Abt von ganz Russland zu empfangen. Als ich dort unter den Menschen stand und das Volk sang, Herr, erbarme dich, da habe ich eigentlich meine Kräfte gespürt. Und da dachte ich, dass ich auch eine gewisse Musikalität habe. Скажите, пожалуйста, стоять удобно вам? Sag mir bitte, ist es bequem zu stehen? Dritte Reihe, alles in Ordnung? Erste Reihe? Wie hört ihr? Anfang Psalm 103, bitte. Zu spät. Stopp. Подождите, в данном случае...
In diesem Fall, besser, ihr müsst den Halbkreis spüren. Wartet. Wenn ihr im rechten Winkel steht, dann geht der Ton auf diese Seite. Orientiert euch am Kruzifix. Dorthin soll es gehen. Die obere Reihe. Ihr orientiert euch am Zentrum der Orgel.
Ich war in Moskau und Leningrad im Mai. Zagorsk nicht. Ich gehöre zu den Studenten, die sich noch nicht ganz entschieden haben, was aus ihnen werden soll. Wir sind noch etwa 4 oder 5 Leute, die es noch nicht genau wissen. Um zum Priester geweiht zu werden, muss man entweder heiraten oder Mönch werden. Nur so kann man Kirchendiener werden. Was mich in Zukunft erwartet, weiß ich nicht. Natürlich würde ich gern Priester werden. Aber, naja, ob ich zu den verheirateten Priestern gehören werde oder zu den Mönchen, als mich jemand fragte, was ich gedenke zu tun, sagte ich, das wird da oben entschieden. Ich hoffe, dass Gott mich auf den richtigen Weg führen wird, dass er die richtige Entscheidung für mein Leben treffen wird.
Второе отделение от всех братьев. Der zweite Väter und Brüder. Рабочие, да? Jetzt wird gearbeitet. Я в другой тональности дам, потому что здесь... Ich werde es in einer anderen Tonlage geben, weil hier die Akustik anders ist. Но учтите, что это вам дается... Also deshalb gebe ich euch diesen Akkord. Пятой ступени. Stopp, nein, das ist nicht gut. Die Erleuchtung, dass es das neue Jerusalem ist, wird durch die Tenöre ausgedrückt. Es muss leicht und weich kommen. Die Bässe, die die Herrlichkeit Gottes singen, das macht ihr, naja, so halbwegs überzeugend. Aber mir ist nicht ganz klar, warum die Bässe das Komma auf dich musikalisch anders ausdrücken. В другом плане звуковом. Учтите, что светися, светися. Denkt daran, dass das leuchte, leuchte neues Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes, auf dich komme. Dieses auf dich komme, damit schließt der erste Satz. Заканчивается первая фраза. А вы подхват свой делаете в плане теноров. Und ihr macht es so wie die Tenöre, die sozusagen das Gefühl des neuen Jerusalem vorbereiten. Настроение для Нового Иерусалима. А на тебе Васия вас должна закончиться фраза. Ihr müsst den Satz beenden und dabei so ausdrücken, dass es eine Weiterführung des Gedankens ist. Вас, в данном случае идет завершение мысли. Слава Господня на тебе Васия. И, спасибо, слава, и. Саша, поздно. Саша, zu spät. Жестко. Слава и. Слава Господня на тебе Васия. Так это будет вместе с баритоном. Und jetzt Bässe und Bariton. Warum Бог Господне? Слава Богу Господне. Слава Богу Господне. Вы делаете... Ihr macht das Бо zu einer Silbe, als wenn es zusammen mit Слава gehen würde. Вместе со Славой. Das Diminuendo soll vom höchsten Ton ankommen, also bei dem Natebie. Wenn der Vokal kommt. So, jetzt werde ich euch nicht mehr quälen. Thank you.
Я Павел Коник, воспитанник 2 класса Московской духовной семинарии. Ich bin ein Zögling des 2. Kurses im Moskauer geistlichen Seminar. Ich bin geboren in der Ukraine und stamme aus der Familie eines Geistlichen. Mein Vater ist Priester, meine Mutter im Moment Hausfrau. Nach Abschluss der Schule folgte ich der Familientradition und ging den gleichen Weg wie mein Vater und meine Brüder. Nach dem Wehrdienst hatte ich die Möglichkeit, in Zagorsk in der Bäckerei des Klosters zu arbeiten. Dann habe ich meine Dokumente eingereicht und wurde ins Seminar aufgenommen.
Art und Qualität des Gottesdienstgesangs sind abhängig vom Zustand und Niveau der klösterlichen Tradition. Ebenso zeugen die Kunst der Ikonenmalerei wie der Kirchenarchitektur von den Höhepunkten der alten russischen geistlichen Kultur. Die Errungenschaften der letzten Jahrhunderte auf diesem Gebiet sind bis heute nicht wieder erreicht worden. Sie bilden eine Art Leuchtturm, nach dem die russisch-orthodoxe Kirche heute wieder strebt. Thank you.